Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie, wie Sie mit UnRAID OS Daten von einem zerstörten Disk Array wiederherstellen können. Bevor wir mit der Wiederherstellung von Daten beginnen, sollten wir verstehen, was UnRAID OS ist und wie es funktioniert. UnRAID OS ist ein eingebettetes Betriebssystem, das für eine zuverlässige Datenspeicherung entwickelt wurde. Mit dem Betriebssystem können Sie mehrere Festplatten zu einem Array zusammenfassen, um die Zuverlässigkeit der Datenspeicherung zu erhöhen. Das Array in UnRAID OS unterscheidet sich von herkömmlichen RAID-Technologien anstelle der klassischen Methoden zur Kombination von Datenträgern wie RAID, 1, 5 und so weiter verwendet UnRAID das sogenannte RAID-freie Konzept. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, Disk mit unterschiedlicher Kapazität zu kombinieren, wobei jeder Disk ihre eigene Individualität behält, anstatt ein streckiges RAID-Werk für die Datenzuweisung zu erstellen erlaubt UnRAID jeder Disk ihre Daten unabhängig zu speichern. Der Hauptvorteil von UnRAID besteht darin, dass bei einem Ausfall eines Datenträgers nur die Daten auf diesem Datenträger verloren gehen und die Daten auf den anderen Datenträger unzugänglich bleiben. Das bedeutet, dass Sie nicht alle Ihre Daten verlieren, wie es bei klassischen RAID-Arrays der Fall sein kann. Sollte eine der Festplatten in einem UnRAID-Array ausfallen, können Sie sie durch eine neue ersetzen und die Daten mit den integrierten Tools wiederherzustellen. Dieser Ansatz ermöglicht eine flexible Datenverwaltung und Sicherheit und minimiert gleichzeitig das Verlustrisiko. Dennoch schließt diese Speichertechnologie Datenverluste nicht aus. Im weiteren Verlauf des Videos zeige ich Ihnen, wie Sie Dateien von einem zerstörten RAID und den Verlust des Zugriffs auf den Disk Array wiederherstellen können. Um ein allgemeines Verständnis dafür zu bekommen, wie man ein Disk Array unter UnRAID OS erstellt, schauen wir uns an, wie man eines aus drei Disks erstellt. In diesem Beispiel zeige ich Ihnen, wie Sie einen Diskverbund wie RAID 5 mit einer Disk als Paritätsdisk und RAID 6 mit zwei Paritätsdisks erstellen können. Öffnen Sie also das UnRAID OS Web-Kontrollfeld und gehen Sie auf die Registerkarte Main. Hier werden Sie aufgefordert, die Laufwerke für die Parität und die Speicherlaufwerke anzugeben. Wählen Sie die gewünschten Laufwerke aus der Dropdown-Liste aus. Klicken Sie dann unten auf die Schaltfläche Start, um sie zu einem Array zu kombinieren. Standardmäßig werden die Speicherlaufwerke mit dem Dateisystem XFS formatiert. Wenn Sie vor dem Start des Arrays einen anderen auswählen möchten, öffnen Sie die Laufwerkeinstellungen und wählen Sie das gewünschte System aus der Liste aus. Btrfs, ZFS, Refs. Aktivieren Sie dann im vorherigen Fenster das Kontrollkettchen für die Formatierung. In dem Fenster mit der Formatierungswarnung OK. Und klicken Sie auf die Schaltfläche Formatieren. Warten Sie, bis die Paritätsprüfung abgeschlossen ist. Das wird einige Zeit dauern. Jetzt ist das Array zusammengestellt. Als nächstes können Sie einen gemeinsamen Ordner hinzufügen. Und Daten auf Datenträger laden. Bei Schreiben von Daten auf die Disk können wir sehen, dass die Informationen auf einer Disk im Array geschrieben werden und wenn das Laufwerk die eingestellte Filmmarke erreicht, fährt es fort, auf die andere Disk zu schreiben. Diese Technologie ermöglicht es den Laufwerken, unabhängig von den anderen Laufwerken zu bleiben. Wenn ein Laufwerk ausfällt, können Sie es ersetzen und einen Teil der verlorenen Daten von den übrigen Laufwerken wiederherstellen.
Wenn jedoch ein Laufwerk ausfällt und das Betriebssystem auf das Bootgerät beschädigt ist, kann auf einen Teil der Daten nicht mehr zugegriffen werden, da sie sich auf einem Paritätslaufwerk befinden. Um alle Dateien von den Laufwerken zu retten, benötigen Sie ein spezielles Programm, das Ihnen hilft, das zerstörte Array auf den Laufwerken wieder zusammenzusetzen und die Daten daraus zu retten. Um Daten von Unraid OS wiederherzustellen, verwenden Sie die Software Hetman Raid Recovery. Die Software unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme und RAID-Typen, einschließlich Unraid OS. Um Daten wiederherzustellen, entfernen Sie die Datenträger aus den Unraid OS Speichern und schließen Sie sie an einen Windows-Computer an. Die Software erstellt kein Raid im automatischen Modus, sondern zeigt sie als separate Festplatten an. In meinem Fall gibt es zwei Parity-Disks, von denen es unmöglich ist, ohne Software von Drittanbieter Daten zu erhalten, da zwei Disks mit Daten verloren sind. Zuerst müssen wir ein Array aus innen erstellen. Um ein zerstörtes Array auf Disk zu erstellen, führen Sie RAID-Builder aus. Hier gibt es mehrere Varianten des Aufbaus. Die Definition der Konfiguration durch den Fernsteller und den vollständig manuellen Aufbau für fortgeschrittene Benutzer. Bei der Suche nach einer Konfiguration nach Hersteller bietet das Programm mehrere Konfigurationen von Disk Array zur Auswahl an, die auf den eingebauten Algorithmen der Array-Einstellungen für einen bestimmten Hersteller basieren. Hier müssen Sie nur die Anzahl der Disks angeben, aus denen das Array erstellt wurde, anschließend der nicht funktionierenden. Nachdem das Programm die Suche gestartet hat und mehrere Konfigurationen zur Auswahl anbietet, wird es auch Designer Mining nach korrektesten markieren. Markieren Sie die richtige und klicken Sie auf Hinzufügen. Die Laufwerke werden dann im Laufwerkmanager angezeigt. Die zweite Methode für vorgeschriebene Benutzer, die es ihnen ermöglicht, die gewünschte Konfiguration genau zu erstellen. Zunächst müssen wir den Start-Offset des Laufwerks kennen. Nachdem wir den Datenträger ausgewählt haben, sehen wir, dass die Aufnahme des Datenträgers im Sektor 64 beginnt. Der Entwickler gibt an, dass der Anfang entweder 64 oder 2048 Sektoren sein kann. Für uns ist es 64. Als nächstes starten wir den Konstruktor, erstellen manuell, fügen vorhandenen Disk hinzu. Dann geben wir den Typ an. Wir wissen, dass es Unraid ist und in diesem Fall ist es dual partitioniert. Wir kennen auch die Anzahl der Disks, fügen Sie die fehlenden leer, indem Sie auf das Pluszeichen. Als nächstes geben wir den Offset an der wir kennen 4 und Sektoren. Nachdem Sie die Parameter unten angegeben haben, sehen Sie Ihr Array. Wenn die Parameter richtig angegeben sind, sehen Sie Ordner mit Dateien. Dann klicken Sie auf Hinzufügen. Danach erscheinen die Laufwerke in Disk Manager. Starten Sie die Suche nach Dateien. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Offset. Wählen Sie dann die Art der Analyse, Schnellsuche oder vollständige Analyse. Wenn Sie nur einen Datenträger verloren haben, reicht eine Schnellsuche aus. Wenn das Programm die gewünschten Dateien nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger, analysieren Sie erneut vollständige Analyse. Weiter. Öffnen Sie den Ordner, in dem die wiederherzustellenden Dateien gespeichert waren. Wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie dann den Speicherort an, das Datenträger oder Ordner, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich die Dateien in dem angegebenen Verzeichnis. Wenn Ihr Array mit Single Parität, einer Paritätsdisk, gebaut wurde, können Sie die Informationen nur teilweise ohne die Wiederherstellungssoftware wiederherstellen, wenn einer der Disk und der Bootloader kaputt gehen. Der Punkt ist, dass die Informationen in ihrer ursprünglichen Form
nur auf einem Laufwerk verbleiben werden. Wie im vorigen Fall baut das Programm das Array nicht automatisch auf, sondern zeigt ein Paritätslaufwerk mit nicht zuordneten Bereichen und ein Laufwerk mit Dateisystem an, wobei ein Laufwerk des Arrays verloren geht. Infolgedessen haben wir ein Datenlaufwerk, von dem wir ohne das Programm Dateien abrufen können, und ein Paritätslaufwerk, von dem wir ohne mit Anbietersoftware keine Daten abrufen können. Um Dateien von dem Datenträger abzurufen, müssen wir manuell ein Dist-Array aus dem Laufwerk erstellen. Genau wie im vorherigen Fall öffnen wir den Konstruktor. Hier wählen wir die entsprechende Konstruktion Erd nach Hersteller oder manuell. Wählen Sie Unraid aus. Geben Sie Anzahl der Laufwerke an. Und hier sind die vom Programm angebotenen Konfigurationen hinzufügen und schreiben. Oder die zweite Methode, die manuelle Erstellung. Wählen Sie Disk aus. Geben Sie den Typ an. Geben Sie den gleichen Offset, 64 Sektor. Reifenfolge der Disk. Hinzufügen. Wir sehen die gleichen Disk, scannen sie und stellen unsere Dateien wieder her. Wenn Sie also zwei Disks mit drei Daten übrig haben, brauchen Sie sie nicht zu erstellen, sondern nur zu analysieren. Wenn Sie nur einen Disk mit Daten übrig haben, liefert die Analyse nur die Daten, die auf sie geschrieben wurden. Wenn Sie einen Paritätsdisk zu dieser Disk hinzufügen und einen Array erstellen, können Sie den Rest der Informationen, die auf der verlorenen Disk gespeichert waren, wiederherstellen. Da Sie nun wissen, wie Sie Daten von einem zerstörten Unraid-Host-Array sammeln und wiederherstellen können, können Sie Ihre Daten sicher aufbewahren und bei Bedarf wiederherzustellen. Befolgen Sie die Anweisungen und Tipps und Sie können Ihre Dateien problemlos wiederherstellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken, vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren, stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen!